Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fear the Walking Dead Podcast von Serienjunkies.de. Ich bin Adam, euer Moderator, und mit mir dabei sind heute zwei illustre Gäste. Einmal Annie. Hallo. Und ein anderer Gast, weil Exi ist krank. Hallo, hier ist Lenka. Wir sind jetzt Team Double A and L. La. Team Aal. Das ist gut. Es geht heute allglatt über die Bühne wahrscheinlich, wenn Team wir die Aal ist cool. Episode Date of Death besprechen, die 13. von Fear the Walking Dead, die ihr montags immer bei Amazon schauen könnt, wenn ihr sie sehen wollt auf Deutsch oder Englisch oder offline im Zug oder auf dem Fahrrad. Das hatten wir ja schon mal das Thema, dass man vielleicht nicht auf dem Fahrrad gucken sollte, aber vielleicht in der Bahn oder im Flugzeug oder auf dem Tretroller. Nee, Tretroller ist auch keine gute Idee. Bevor wir zur Besprechung kommen, gibt es noch ein paar kleine Werbebotschaften in eigener Sache, nämlich einmal Nerdstube. Sperrt eure Lauscher auf jetzt. Immer mittwochs um 19.30 Uhr bei Twitch. Da musst du immer die Adresse ansagen. Ja, das ist www.twitch.tv/SalienJunkiesTV. Wir freuen uns dann natürlich immer über neue Zuschauer, denn so können wir dann auch weiterhin die Miete zahlen für die kleine gute Stube mit den Themen aus dem Serien-, Film-, Comic- und Game-Bereich. Und dann wollen wir noch mal kurz Werbung machen für die Serienale, die ab Donnerstag stattfindet. Infos gibt es dazu auf serienale.de. Donnerstag ist es, oder Lenke? Ab Donnerstag fängt es an, über das ganze Wochenende Serien schauen in Berlin. Beziehungsweise der Claim ist, Berlin schaut Serien. Da gibt es einige schöne Panels und Screening-Veranstaltungen, für die ihr dann gratis Tickets euch sichern könnt, wenn ihr denn Lust habt und in Berlin seid. Natürlich habt ihr Lust, oder? Genau, zum Beispiel auch The Walking Dead, das Finale von der sechsten Staffel, ne? Das ist, ja. Yep. Könnt ihr dort schauen, oder ein bisschen Ash vs. Evil Dead und noch ein paar andere Sachen, Steven Universe für die Cartoon-Freunde. Also schaut einfach mal ins Programm rein. So. Dann auch ohne weitere Umschweife, glaube ich, zur Episodenbesprechung, die diesmal ein bisschen sich um Chris drehte und deswegen natürlich super awesome ist. Ich fand sie super awesome. Ihr kennt unsere Einstellung, glaube ich, zu Chris und Travis. Naja, aber erstmal, bevor wir dazu kommen, gehen wir natürlich ein bisschen episodenchronologisch zumindest vor, denn die Aktion von Maddie in der letzten Episode mit dem Hotel und dem Erleuchten des Signals hat dazu geführt, dass einige Hilfesuchende dort zum Hotel kamen und sich denken, hey, lass uns wirklich? Mal damit hätte ich nicht gerechnet. Mensch. Doch, tatsächlich habe ich schon damit gerechnet. Ich dachte, es kommt nur Nick. Ja? Genau, nur Nick. Nur Nick kann das Leuchtfeuer in der Nacht sehen. Ich dachte nicht, Mom. Und natürlich, Mom loves you. Es gibt zwar Platz für die Leute, aber irgendwie Nahrung nicht so richtig. Und Maddie hat irgendwie auch keinen Bock, die durchzuschleifen. Obwohl man vielleicht natürlich auch mit anderen Leuten mehr fischen könnte und dann wohl mit Eis vielleicht auch mehr Nahrung lagern könnte. Aber das sieht sie nicht so. Sie sieht nur den Travis, der da halt auch irgendwo mit rumkauert. Und den lässt sie natürlich rein, nachdem es so ein bisschen auch Gegenwehr gibt, oder? Erstmal muss er sich durch die Menge durchkämpfen, ganz dramatisch. Und ganz lange. Durch die 20 Leute, die da stehen. Das stimmt. Ja, also ich meine, aber die Gegenwehr war doch jetzt auch nicht besonders stark, ja, oder? Nee. Aber es war so ein bisschen so Fingerklopfen. Die Family. Hast du ihn durch? That's Travis. That's my Travis. My Travis. Komm, ich musste rein. Ja ein bisschen lachen, als er dann da, als er dann reingelassen wurde. Ich meine, da haben wir zwei Hanseln, haben da die Tür festgehalten, yeah. Travis rutscht durch. Genau. Und ich meine, wenn ich jetzt die 20 Leute außen gewesen wäre, hätte ich halt mal kräftig draufgedrückt, dann wäre ich ja halt zack, bumm, drin gewesen. Ne? Natürlich, ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht gerade hingeguckt habe, aber ich habe mich gewundert, wie haben die denn jetzt reingekriegt, wenn da so viele Leute dagegen stemmen und er sich da so durchschlägt. Ich glaube, sie haben ihn mit Fischöl eingerieben, damit er da glatter durchpasst, wie so ein Aal, wie Team Aal hier. Wie Team Aal. Team Aal hat heute nur Fischtheorien. Ja, und dann war er halt drin und konnte seine traurige Ballade von dem verlorenen Sohn erzählen. Oh ja, wir werden sie jetzt für euch singen in einer katholischen Singsprechweise. Oh, ich nicht. Lasst uns den Sohn. Travis trauert um seinen lieben Sohn. Früher war er ein so lieber Junge mit einem großen Herz. Er würde ihn auch gerne Baby Chris nennen, wie Baby James. Und jetzt schaltet nicht ab, bitte, weil wir machen jetzt richtig weiter. Oh Gott. Ja, wir erinnern uns, dass Baby James ja von dem Farmer angeschossen wurde. Und danach hat Chris Vergeltung geübt, indem er den Farmer erschossen hat. Und nun geht es darum, dass Baby James immer noch verletzt ist. Und Travis, die medizinische Expertise hat, sich das mal anzuschauen. Warum ist er so qualifiziert? Weil man im ersten Semester immer alles lernt.
War das nicht Nein. Nein, er hatte Erste-Hilfe-Kurse. Mehrere an der Uni. An der Uni oder Schule? Was? In der Schule hat er immer wieder Erste-Hilfe-Kurse gegeben. Hat er nicht irgendwas gesagt, dass man so eine Grundausbildung halt bekommt im Studium? Das ist unser Medizinstudent Andres, oder? Nee. Ne? Oh Gott, ich, ich habe nicht zugehört. Ich habe halt mitgekriegt, dass er Erste-Hilfe-Kurse hat und deshalb kann er Schusswunden nähen. Genau, aber dann kommt doch, da kommt doch, ja stimmt. Aber es ist, er hat doch gesagt, also, ja, du bist doch hier, was sind, bist du bist doch Lehrer, bla bla bla. Und dann kam auch diese halt sehr an den Haaren herbeigezogene Aussage, dass man halt im Grundstudium so querbeet einmal alles lernen muss. Aber ich, zumindest habe ich es verstanden. Aber vielleicht, ich glaube, für das Lehramtsstudium. Jetzt könnt ihr mir schreiben, Anne, guckt die Serie bitte lieber Podcast auf Deutsch. Podcast.segelklangs.de sagt Anne, dass sie falsch liegt. Also ich habe so verstanden, dass er halt seinen Schülern öfter mal als Englischlehrer, er wird ja auch gefragt, was hat er gelehrt und dann sagt er Englisch, Erste-Hilfe-Kurse gegeben hat und weil er die halt so oft gemacht hat, hat er sich schon so ein bisschen verinnerlicht und weiß, dass er eine Wunde nähen kann. Das und lernt man ja auch im Erste-Hilfe-Kurs. Auf jeden Fall. Hatte ich auch, als ich Führerschein gemacht habe. Im amerikanischen Erste-Hilfe-Kurs vielleicht. Ja, oh man Gott, wie traurig. Genau. Stimmt. Neben dem Wundennähen gibt es dann auch noch ein bisschen Desinfizierungsalkohol wahrscheinlich, weil was anderes werden sie ja wohl nicht haben. Hm. Und dann stellen sie fest, ja, ist ein Durchschuss, das wird schon wieder, junger Mann, wie heißt es, beiß mal die Zähne zusammen und mach hier weiter. Dann sitzen sie die Sache oder wollen sie die Sache so ein bisschen aussitzen, zumindest Travis möchte das und darauf warten, dass die Wunde von Baby James heilt und schnappen sich die Hühnchen, die da auf der Farm herumlaufen, statt die Eier irgendwie erstmal zu braten. Das ist echt so bitter, vor allem alle Hühnchen. Ja? Wie lange waren, die haben doch gesagt, die waren eine Woche da und wie viele Hühner waren vielleicht da? Vielleicht waren die davor aber auch schon, weil ich glaube, die waren länger da. Weil die sind halt, als sie den ersten Versuch gemacht haben, loszufahren, danach waren sie eine Woche da. Ach so. Ja. Ah, morgens, okay. Mittags, abends Hühnchen wird halt auf die Dauer vielleicht auch ein bisschen, naja. Aber hätten sie mal Eier gegessen, dann hätten sie schon Abwechslung gehabt. Naja. Ich finde es halt bescheuert, dass die sich halt gar nicht belehren lassen. Also von Travis hat es denen ja gesagt, wir sollen lieber Eier essen und... Die wissen alles besser. Das sind halt krasse Bro-Dude-Jugendliche. Die YOLO-Dudes. Ja, ist der. Die YOLO-Dudes. Das Ganze geht natürlich auch an Travis nicht irgendwie vorbei, ohne dass er mal ein Wörtchen mit seinem Sohn sprechen möchte und fragt ihn, ey, du hast gerade vor kurzer Zeit einen Menschen hier getötet und das schlägt sich überhaupt nicht auf deinen Appetit aus oder irgendwie auf deine Moral und der trinkt ja auch, glaube ich, Bier die ganze Zeit da, um irgendwie mit zur Gruppe zu gehören und er fragt ihn auch, was denkst du eigentlich gerade? Und die Antwort von Chris ist die beste, sorry, not sorry. Ja. Und dann kommt diese große Geschichte von wegen, ja, damals, als ich in der Mittelstufe gehänselt wurde, hast du mir auch gesagt, dass ich so tun soll oder quasi sagen soll, ja, irgendwie... Er soll sich anpassen. Genau, er soll mitspielen, er soll irgendwie so tun, als wäre nichts. Und genau das versucht er jetzt in dieser Situation, wo es irgendwie gar nicht so cool ist, das zu machen, versucht das wieder anzuwenden. Beziehungsweise, ja, bitte, der ist 16 Jahre alt, ein bisschen mitdenken kann er schon und nicht so eine bekloppte Ausrede, weil ich von Footballspielen oder was gehänselt wurde, dann töte ich jetzt Menschen? Aber ist es nicht eher so, dass er seinem Vater erklärt, so hey... Du musst dich jetzt halt anpassen. Das kann natürlich auch sein. Du musst sein. Besser spielen. Also habe ich es ein bisschen verstanden. Zumindest am Ende sagt er, schau, wie du spielst und schau, dass du halt irgendwie das richtig machst. Ja. Witzig fand ich auch noch den Grease-Faktor, dass er sich das Fett vom Gesicht wischen wollte. Ja. Das war, musste ich sehr lachen. He's all greased up. Ja, ja gut, aber geht er jetzt Alec, davon... Alec greasig. Aber geht jetzt Chris davon aus, dass wenn er nicht mitspielt, dass die Typen die umbringen? Ist Chris so schlau? Also ich weiß es nicht. Ich glaube ja. So schlau, also ich meine, Ich glaube halt, er sagt halt so, hey, er erzählt halt da diese, weiß ich nicht, diese Parabel aus dem Schulalltag für den Lehrer und den Sohn. erzählt das halt so und ich glaube am Anfang sagt ja auch Travis dann die ganze Zeit so, ja, aber du sollst das nur spielen und nicht wirklich umsetzen. Und dann sagt er so, nö, ich bin anpassungsfähig und du solltest besser spielen. Also ich glaube, dass es schon so gemeint ist, dass halt Travis halt sich einfach also muss das halt besser spielen oder muss sich anpassen. Aber Travis hat ja auf diese ganze Sache eigentlich gar keinen Bock und möchte einfach, dass sein Sohn wieder auf ihn hört und mit ihm weggeht und die Dudes da ziehen lässt und dass die beiden ihr eigenes Ding machen da in der Chicken Farm, wo sie sich dann Eier braten können und irgendwie warten können. Dass irgendwas passiert und Gras über die Sache gewachsen ist, dass er ein Psycho ist und sich... Das ist halt auch so bitter eigentlich, ja. Hm.
Naja, die Hühnchen sind dann, wie gesagt, bald alle. Und dann wird gefragt, ja, Baby James, bist du bereit zur Abreise? Und der ist halt immer noch verletzt und sagt zwar, ja, ist er. Weil Baby James ist so ein bisschen derjenige, der jetzt spielt in der Episode. Der sagt, ja, der fürchtet, glaube ich, die Konsequenzen, weil er weiß, was damals mit dem Typen war. Mit Ronnie. Ist, Ronnie oder Troy? Troy. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hieß Troy. Oder, naja. Der wurde, glaube ich, auch angefallen und der sollte dann um die Ecke gebracht werden, sollte Brandon machen, der Anführer der Gruppe, hat es nicht gemacht und dann musste Baby James einschreiten und diese Geschichte erzählt er ihnen dann. Und aber Troy oder was auch immer wurde gebissen, oder? Ja, genau. Ja. Und hier ist es halt wirklich so, das dachte ich mir halt auch, als ich die Episode gesehen habe, wie sind die denn eigentlich drauf? Die können jetzt auch mal abwarten, vielleicht hätten sie mal weniger Chicken essen sollen oder so. Ihr Kumpel ist irgendwie nur verletzt, der könnte vielleicht innerhalb ein paar Tagen wieder laufen, aber die sind nicht bereit, darauf zu warten. Die fahren dann los und dann merken sie, der wird bewusstlos und dann müssen sie umkehren. Aber die sind doch so ein Blutrausch, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Die sind total ballerballer. Also ich meine, Chris ist passt da ja wunderbar Freund rein. Von denen, und die wollen den kaltblütig umbringen, obwohl er wirklich noch auf dem Weg der Genesung ist fast. Okay, man sieht es nicht. Und auf dem Auto bricht er ja auch zusammen wegen der Schmerzen. Also ich meine, man weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch einfach überspielte Angst ist. Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, und die wissen ja auch noch nicht, dass alle turnen, wenn sie sterben, oder? Nee. Also können sie das wissen schon? Ich weiß nicht, ob die das unbedingt wissen. Ich glaube, die wissen ja das auch nicht. Auf seinen Kopf. Ja, das wissen sie von Chris. Aber ich glaube nicht, dass sie wissen, dass wenn er halt, wenn er an einer Blutvergiftung so sterben würde, dass sie trotzdem halt turnen würden. Aber dann gibt es ja noch weniger Gründe, ihn dann kaltblütig umzubringen. Ne, also es gibt gar keinen Grund. Aber vielleicht, ich meine, es ist halt dann so ein, ja, die sind einfach alle total mad. Und der Einzige, der irgendwie was dagegen tut, ist Travis, der sich halt die Waffe schnappt, als sie dann irgendwie weiterfahren wollen und so dafür sorgt, dass er zumindest noch eine Nacht kriegt und dann kommt die beste Schauspielaktion von Chris überhaupt, der dann anklopft und sagt, Fadi, ich habe meine Lektion gelernt, du hattest total recht, lass uns reden, wir sind jetzt wieder irgendwie das super Vater-Sohn-Team und dann stellt sich heraus, das ist alles nur eine Ablenkung, er hält ihn, glaube ich, hält er ihn sogar fest, und stürzt ihn so Chris um. Hält Travis, also aber ich denke mal, okay, wenn es dein Sohn ist, würdest du ihn nicht reinlassen, wenn er jetzt kommt, ein bisschen reuevoll? Also dass er darauf halt reingefallen ist, ich meine, das war so schlecht gespielt. Ja, aber das sollte, glaube ich, auch der Hinweis für uns Zuschauer sein, dass wir wissen, da liegt was im Argen. Weil ich habe mir auch sofort die Notiz gemacht, das kann er doch nicht ernst nehmen. Ja. Jetzt, so wie er so auf richtig schönes Kind tut und ihn irgendwie von vorne bis hinten verarscht. Ich glaube halt, dass, ich meine, Travis, also irgendwie, es ist halt schon auch eine traurige Figur, ne? Ich meine, er will da irgendwie seinen Burschi zurückhaben. Ja. Ist völlig irrational. Ich finde es auch einfach so, also mich regt es auch furchtbar auf, das anzugucken, dass der halt die ganze Zeit irgendwie da an seinem Good Boy, it's a good boy, keine Ahnung, irgendwie hieß er Good Boy. Es reibt sich die Haut mit der Lotion. Welcher Film? Nein. Ein Dilemma. Mann. aber irgendwie, ich meine, also ich weiß gar nicht, er tut mir nicht leid. Ich weiß nicht, ob es seelische Schmerzen meinerseits sind, dass ich mir das angucken muss, weil es mich so nervt, oder ob er mir wirklich leid tut. Weil irgendwie, es ist halt schon, also dass er halt so an diesem Jungen festhält, der halt so daneben ist. Ich meine, Also wir kriegen immer wieder Kommentare von Eltern unter der Review zu Fear the Walking Dead, die sagen, ja, aber die Muttergefühle sind so stark. Bei Madison zum Beispiel, wenn man irgendwie kritisiert, Nick, warum sie wieder zu Nick möchte. Aber bei Chris ist es ja nun so der Fall, also Travis hat jetzt mehrfach schon gesehen, dass sein Sohn jemanden umgebracht hat, dass er dabei keine Reue zeigt, dass er keinen Lernprozess durchmacht, dass er, ich weiß nicht, es gibt keinerlei Fortschritt und er hält immer noch daran fest, ihn irgendwie umzukehren oder umzustimmen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist oder inwiefern man das versuchen sollte, jetzt ohne vielleicht einen Therapeuten in der Nähe, nur mit Hilfe seiner Travis-Kraft oder so oder Kraft als Englischlehrer. Das scheint nicht möglich. Und vielleicht muss er ihn dann so hart es klingt, vielleicht muss er ihn dann irgendwie ziehen lassen und ins Verderben schauen. Aber Travis verstehe ich halt, dass er als Vater ihn nicht aufgibt, weil er ihn schon mal verlassen hat und er will ihm ja die ganze Zeit zeigen, ja, ich bin ja doch für dich da. Und er hat ja auch schlechtes Gewissen, dass er ihn damals verlassen hat für Madison und eine neue Familie. Aber
Travis verstehe, aber ich verstehe Chris überhaupt nicht. Okay, seine Mutter wurde getötet von seinem Vater. Okay. Ja, da musst du halt deal with it. Aber dass er jetzt so irre ist, das verstehe ich nicht. Also das kommt überhaupt nicht rüber. Das hat überhaupt keine Motivation. Ja. Nichts. Aber ich finde halt auch eben, dass die immer auf diesem Scheidungskinder-Ding rumreiten. Sorry, ja, das finde ich auch viel zu schwach. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine, irgendwie, der hat sich ja weiter um seinen Sohn gekümmert. Ich meine, klar, dass ein 16-Jähriger vielleicht sauer ist. Das würde sich wahrscheinlich ohne Zombies und Weltuntergang auch widerlegen irgendwann. Aber das finde ich halt auch so ein bisschen, oh, ich habe mein Kind verlassen und hätte ich das damals nur nicht getan. Es gab eine Familie vor unserer Familie, bliblablub. Und ich meine, ich glaube, was sie halt mit Chris darstellen wollen, ist halt schon so ein posttraumatisches Stresssyndrom irgendwas, dass du halt so völlig gaga wirst. Und weil ich meine, es ist ja, meine war halt schon vorher, sollte ja so der schwierige Teenager sein, der mürrisch ist und mein Vater hat mich verlassen mäßig. Mhm. Und das überspitzen sie ja die ganze Zeit. Aber ich meine, klar kann es sein, wenn irgendwie, keine Ahnung, deine Mutter erschossen wird, auch wenn sie halt gebissen wurde, wenn du das halt nicht ganz kapierst, dass du dann halt irgendwie abdrehst. Aber ich weiß, ich finde, und ich meine, wenn das beabsichtigt ist, weil ich finde nämlich nicht, dass man weiß, was Travis mit ihm will. Und wenn das beabsichtigt ist, finde ich das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Dieses, hey, wir können auch hier bleiben, ich kann wieder laufen, hat er ja dann einmal gesagt. Ja. Und das fand ich irgendwie, das hat mich doch ein bisschen, das war fast ein Gefühl, so, als ich das geguckt habe, weil das tat mir irgendwie, dachte ich so, oh Gott, der sucht irgendwelche Gründe und er weiß, glaube ich, selber nicht, was er mit diesem Jungen will. Aber er ist halt so verbunden. Versucht das Menschliche auch wieder aus ihm herauszukitzeln. Ja. Es gibt ja dann auch kurz danach noch so diese Sache, weißt du eigentlich, wann der Typ hier Geburtstag hatte, den du umgebracht hast? Es ist der gleiche Geburtstag wie du. Da wollte er ja irgendwie nochmal versuchen, ihn zu erreichen, aber das hat ja irgendwie nichts gebracht quasi. Wow, wir wissen jetzt, dass er am 12. Februar Geburtstag hat, aber Fun Fact. Ist trotzdem irgendwie weggefahren und wird dann verflucht mit God damn you, Chris. Da gibt's nichts, was irgendwie noch was ungeschehen machen kann. Und dann, als er wieder im Hotel ist und mit Madison spricht, sagt Travis ja auch noch, ich hätte ihn nicht verfluchen sollen, sondern ich hätte ihm sagen sollen, ich liebe dich wirklich. Ja. Also in dem Moment, wenn da ein I love you gekommen wäre, in dem Moment, dann hätte ich abgeschaltet. Wirklich. I love you, Chris. God damn you, I love you. Aber was ich auch nicht verstanden habe, wieso haben die den Baby James nicht mit Travis einfach dort gelassen? Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Warum haben die ihn erschossen? Weil Travis hat doch auch kurz gesagt, ja, ich bleib dann, oder? Oder halt auch mit Chris zusammen. Okay, Chris hat den Sohn auch wirklich nur so eine unterschwellige Blutlust simulieren. Weil später tauchen sie ja dann auch auf dem Hotel auf und sollen vielleicht wieder eine Gefahr darstellen. Ne? Chronologisch, Adam. Bitte. Ja, wir sind ja schon fast da. Ja, aber ich glaube, dass es so eine Machtdemonstration ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ich meine, wir wissen ja, bei Fear the Walking Dead mögen wir irgendwelche Flashbacks. Wir werden bestimmt irgendwann sehen, wie Christy dazu anfeuert, dass sie jetzt Baby James umbringen müssen, damit er seinem Vater eins auswischen kann. Ich hoffe, das tut ihr nicht, liebe Serien. Aber jedes Mal, wenn wir so eine Prognose gemacht haben, dann wurde sie passiert. Auch wahr. Nein! Ja. Ich hoffe diesmal nicht. Ich weiß nicht, aber da zum Beispiel, als die dem ins Gesicht geschossen haben, da habe ich mich sogar kurz erschrocken. Das ist aber eine gute Frage. Was haben sie davon, ihn zu erschießen? Also ich meine, es ist auch wenn sie ihn alleine dort gelassen hätten, ohne irgendjemanden. Warum erschießen? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, am Anfang war es ja so dieser Erlösungsgedanke, so wir müssen ihn erlösen, es wird nicht besser werden, er ist nur Last und er kann alleine nicht überleben. Aber ich glaube schon, dass die einfach auch, da ist halt eine Sicherung durchgebrannt. Sind halt ein bisschen Kuckuck. Und ich glaube halt wirklich, dass es ganz viel mit Macht zu tun hat. Ich glaube, bei Chris hat es auch ganz viel mit Macht zu tun und Na gut, so innerserienlogisch haben sie ja schon vor ein, zwei Episoden, glaube ich, gesagt, dass sie sich wie Götter fühlen und sich alles nehmen können und deswegen halt solche Entscheidungen treffen. Ich habe ja auch so ein bisschen in der Review so diesen Vergleich gemacht, dass die Jugendlichen Destrukteure sind, die irgendwo hingehen, sich alles nehmen, was ihnen gehört. Beispiel wieder die Hühnchen und nicht auf die Nachhaltigkeit achten, weil sie nehmen das, was irgendwie Nachhaltigkeit gebracht hätte, die Eier. Sie hätten ja irgendwie ein Hähnchen oder ein paar da lassen können und immer wieder Eier nachholen können. Aber nein, sie kommen, sie fressen und sie gehen, sie zerstören und gehen dann zu einem neuen Ort. Wie die Zombies. Und Travis ist ja dann genau das Gegenteil. Er ist die Erfahrung, er hat den Nachhaltigkeitsgedanken, er will sich irgendwas Längerfristiges aufbauen, er glaubt an die Zivilisation, die wieder erschaffen oder zurückgezogen werden kann oder zurückgebracht werden kann. Und da hast du halt diesen Konflikt YOLO gegen Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Ja, obwohl, ja, aber irgendwie, also, er weiß ja auch nicht, was er da tut. Ich meine, das ist halt wirklich auch so völlig random mit seinem Burschi da, dass er halt, ja, es ist halt so, wir bleiben in dem Haus, wir können weiterlaufen, bitte bleib bei mir. Also, ich weiß auch nicht. Ja.
Die jugendlichen postapokalyptischen Straftäter sollen eine Parabel darstellen zu den Untoten. Ich hatte mir auch den Gedanken hier kurz mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, den habe ich aber auch fast direkt wieder verworfen. Ist Chris der Antikarl? Die Frage ist halt, also Karl ist natürlich in einem sehr jungen Alter in die Zombie-Apokalypse geworfen worden und hat es dann, ist dann mitgewachsen mit der Zombie-Apokalypse. Er hatte natürlich auch dieses traumatische Shane-Erlebnis, hat dann aber... Das Muttererlebnis. Das Muttererlebnis. Ja, das eigentlich müsste Karl viel kaputter sein, als ein Chris ist. Und das haben wir bisher noch nicht erlebt. Also ich meine, er ist durch den Halt, von den Rick ihn gegeben hat, ist er relativ normal gewesen. Er hat natürlich so ein paar Kindersoldatenqualitäten mitgenommen, weil er jetzt in dieser Welt überleben muss. Aber Chris halt ist in eine komplett gegenteilige Richtung geschleudert mit seinen 16 Jahren. Und da habe ich mich gefragt, ob das Alter da irgendwas damit zu tun hat, weil wir hatten ja auch in Walking Dead hatten wir noch so andere Kinder wie Lizzie und wo das auch voll nach hinten losgehen kann. Wo es halt auch nach hinten losgehen kann. Ja, es gibt immer wieder so versprengte Beispiele. Aber ist es da nicht so, weil ich finde, ich meine, Karl hatte ja in seiner, hatte ja eine sehr heile Kindheit, eine sehr aktiv, also mit einer sehr funktionierenden Familie, halt diesen Halt, den du meinst. Und er ist quasi, er ist halt einfach Zombie-Apokalypse normal, finde ich. Also klar, diese Kindersoldaten sind und ja, aber vielleicht wollen sie bei Chris halt einfach darstellen, dass halt schon vorher in Anführungszeichen ein Schaden da ist, ein Bruch, dass er halt einfach alle Scheidungskinder alle drehen in der Zombie-Apokalypse. Jetzt rate mal, welche Scheidungskinder sind in der Runde. Ja, aber das kann doch schon sein. Ich meine, dass er halt irgendwie vorher quasi auch, dass da schon Bruch war, dass er keinen Halt in Anführungszeichen hat und das sich halt dann verstärkt. Keine Ahnung. Ja. Und was ist mit, also ich meine, das geht jetzt nochmal oder setzt jetzt nochmal da an, was ich eben meinte mit YOLO versus Nachhaltigkeit. Was ist mit der Sache, dass sie nach San Diego aufbrechen? Ja, das wollte ich auch. Also was soll das? Sogar Chris hat es denen gesagt, dem vertrauen sie ja so ein bisschen. Und Travis hat es gesagt, da ist nichts, die wollen trotzdem. Aber sagt ihr, bring me home, ne? Sagt doch Chris dann, wenn sie losfahren. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, doch, stimmt. Ja, und da dachte ich auch so, okay, krass, der sucht sich jetzt vielleicht einen Ort irgendwie, oder er macht vielleicht sein Sicherheitsgefühl an einem Ort fest. Ich weiß es nicht. Ach, Chris. Wir können Chris einfach nicht verstehen. Mir geht der auch so auf den Senkel mit seiner blöden Frisur und seinem blöden Gesicht die ganze Zeit. Ich meine, wenn sie das irgendwie erreichen wollten, dass man den einfach abgrundtief hasst, dann bitte schön. Dann haben sie gutes Werk gehabt. Da draußen Leute gibt, die Chris irgendwie toll finden. Wenn bitte, bitte meldet euch. Podcast@serienjunkies.de oder einen Kommentar unter die News oder bei YouTube hinterlassen. Also ich glaube, es gibt so ein paar Chris-Apologeten auch unter der Review, die dann halt so ein, obwohl die, glaube ich, dröseln eher auf, was der Unterschied ist zwischen Psychopathen und Soziopathen. Ja. So richtig große Chris-Fans gibt es da draußen auch nicht. Und ich weiß auch nicht so recht, wo die Autoren jetzt weiterhin damit mit der Figur hinwollen. Später taucht die, also die wollen natürlich nach San Diego, aber wir sehen irgendwie 10 Minuten später, dass sie vor dem Hotel erscheinen. Also ist das Ziel ja jetzt ihnen, schon wieder... aber nicht Chris. Genau. Ich habe ihn nicht gesehen. Manche wollen ihn da im Hintergrund ausgemacht. Ich habe den aber auch nicht gesehen. Ich habe es auch, glaube ich, ich habe es mit 10 Mal versucht anzuschauen. Da ist dieser etwas südländisch oder Latino aussehendere Mensch, der dann Hallo sagt. Aber Chris habe ich da auch nicht gesehen. Es ist halt auch, ich glaube nämlich, das soll auch zeigen, dass da natürlich wieder mal irgendwas Krasses passiert ist. Wir wissen jetzt, wie die Dramaturgie bei Fear the Walking Dead laufen soll. Und die sahen ja echt fertig aus, ne? Weil irgendwie, du hast ja vorhin gerade gesagt, dass du denkst, dass da eine potenzielle Gefahr fürs Hotel kommt, aber die suchen ja auch Shelter, also Zuflucht. Ich glaube, dass die beiden, dass denen irgendwas Krasses passiert ist. Und meine These fürs Finale ist, dass Ophelia Chris das Hotel überfallen. Das wird immer abstruser mit dem Hotel überfallen. Ja. Weil Chris Ophelia überredet, wird mal jetzt irre. Es hat sowieso keinen Sinn. Die rächen sich jetzt, weil Ophelia hat halt ich meine, die ist halt so luftleerer Figurenraum. Da kannst du alles reinmachen. Oder vielleicht sieht das ist eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, also dass sie sich einander begegnen. Ja, das hätte passieren, auch, weil beide sind in Richtung USA unterwegs. Ja, beide nach San Diego. Und Chris ist vielleicht auch so ein bisschen in Ophelia verliebt. Da wurde vielleicht sowas mal angedeutet. Da hast du wieder das Ding und dann. Oder die haben es halt einfach nicht auf die Kette gekriegt, sich halt zu versorgen. Ich finde nämlich, so sehen die beiden halt aus. Hier, wie heißt der? Brandon und Ronnie. Nenn mir ihn Ronnie. ich meine, die sehen halt super fertig aus. Da muss irgendwas Krasses passiert sein. Ja.
Aber also ich habe halt auch durch die Kommentare, waren da 4, haben die geschrieben. Ich habe auch, glaube ich, nur... Ich glaube, ja, da war auch noch jemand mit so einem Kinderwagen oder sowas, ne? Der da waren Latino, ja einige, oder? Ja, also 4 oder 5 waren es bestimmt. Ach so, okay. Plus die 2, die YOLO-Bro-Dudes. Ja. Aber ich will das, also wenn da jetzt auch noch Chris ist und Travis lässt ihn wieder rein, sorry. Nee, der wird da nicht sein und es wird so laufen. Ich meine, dann kommt hier, dann wird der Travis die erstmal hauen, weil er ist jetzt in einer starken Position und hat die Maddie hinter sich. Und dann sagt er, wo ist Chris, wo ist mein Junge? Und dann werden die alle Chris suchen gehen, wenn er nicht kommt. Aber ich hoffe, dass er kommt. Und ja. Okay, wenn die ihn irgendwo einsperren von mir aus, dann können sie ihn reinlassen. Aber nicht als Chris vorwärtiges Mitglied. Chris soll einen qualvollen Tod sterben, oder? Ja, natürlich. Das Einzige, was möglich wäre, ist, dass er sich selber opfert, um irgendwie eine Attacke gegen die Familie, glaube ich. Travis, das würde er nicht machen. Weil wir sehen Travis so, wie wir ihn nie zuvor gesehen haben. Die Quote gab es doch. Aber so kann er sich jetzt wieder nicht drehen, innerhalb von wie viel, 2 Tagen oder was, dass er für seinen Vater in die Bresche springen würde. Das macht er nicht. Der würde seinen Vater eher vor sich ziehen. Das eher. Ist aber so ein bisschen Serienlogik, glaube ich, dass sowas passieren könnte. Das ist dann so. Ja, aber dann wäre es billig. Im allerletzten Moment hat er nochmal irgendwie so eine Realisation. Nee. Und dann, das kann ich absolut Vater, nicht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich opfere mich für dich. Das würde ich nicht ertragen. Aber wie ist denn das? Weil der war ja immer auf dem Balkon gestanden, der Travis. Und ich dachte immer, der springt jetzt runter irgendwie. Dadurch, ich auch kurz. Ich hab das auch gedacht. War mir so sicher, dass irgendwie alle, die jetzt auf dem Balkon stehen, die springen für mich runter. Ja, und ich hatte auch so vor. Der springt runter. Und, auch wie die Zombies vor den Augen, so dass er sich einfach so runter schmeißt. Ja. Voll. Naja, aber es gibt ja dann diesen komischen langen Monolog, den wir schon angesprochen haben von Travis, von wegen, ja, ich hätte I love you sagen sollen, weil bla bla blub blub blub, ist ja auch egal, was er da genau sagt. Und dieser Monolog führt ja dann dazu, dass Madison rausgeht und Elisha sucht. Das fand ich aber auch so, oh Mann, das, ey. Das war auch nicht nachvollziehbar für mich. Und dann, was mich daran am meisten gestört hat, ist, dass sie es eröffnet haben in einem Satz, ich sage dir jetzt etwas, was ich dir gestern hätte sagen sollen. Ich denke mir, wo war da in dem Gespräch der Bezug auf den Vater? Ne? Yeah. Das wäre so random gewesen. Keine Ahnung, Chris ist mein Sohn, das musst du verstehen. Und außerdem, dein Vater hat sich umgebracht. Was? Ich meine, das ist halt, ja. Ja, die große Offenbarung, das, was du ja, glaube ich, schon letztes Mal irgendwo, ich glaube, beim Gespräch mit Strand hattest du es, glaube ich, schon herausgefiltert, dass sie ihm das sagte, dass der Vater nicht umgebracht wurde in einem Verkehrsunfall, sondern dass er sich selbst umgebracht hatte. So, und das erzählt sie jetzt Elisha. Warum? Ja, warum verstehe ich auch nicht. Wie viele Jahre danach? Ein paar, ne? Ja. Also ich glaube, sie möchte irgendwie sie so ein bisschen auf eine Stufe holen und ihr zeigen, hey, wir sind so ein Team und wir sind jetzt gleichwertig und nebenbei zerstöre ich deine Kindheit. Ja, eben. Dann mache ich dich jetzt erstmal kaputt. Na, ich glaube, sie möchte halt, dass Elisha versteht, warum sie so handelt. Aber ich verstehe nicht, warum das der Auslöser ist. Also auch dann diese blöde Erklärung mit, und Nick ist wie sein Vater. Also ganz ehrlich, das ist halt einfach, als hätten sie die Hälfte von dem Dialog geschnitten oder von ihrem Monolog abgeschnitten, weggeschnitten und ja. Ja, das random. Ich vermute halt, oder es muss halt so passieren eigentlich, dass Nick auch über irgendwelche Umwege herausfindet noch, dass sein Vater sich halt umgebracht hat und dass vielleicht dann seine Motivation als Retter der La Colonia oder Helfer da sich ändert und er irgendwie in Depressionen gestürzt wird oder sowas und dann irgendwie erstmal nicht mehr handlungsfähig sein könnte oder so. Das wäre jetzt das Offensichtlichste, was hier passiert, was die Autoren vorhaben. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sein wird. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es so sein wird. Aber so stark, finde ich, ist es nicht, dass der Vater sich selbst umgebracht hat. Also ich finde, das ist natürlich ein starkes Motiv und auch, wir haben ja diese Rückblende da gesehen mit Nick, als er in der Klinik war und auf seinen Daddy gewartet hat und so Daddy-Issues hat er natürlich irgendwie. Aber ich finde halt, also ich glaube nicht, dass er dann in eine Depression gestürzt wird. Oder hat er dann noch mehr Hass auf seine Mutter oder gar keinen Hass auf seine Mutter? Ja, eher mehr Hass auf seine Mutter, damit da wieder ein Konflikt ist und er doch nicht wieder zurückkommt. Also sind so schwache Konflikte. Ja, ich weiß nicht, die sind nicht so schwach. Also ich verstehe auch, dass Alicia jetzt nochmal fertig war, als sie ihr das gesagt hat, aber der Vater ist tot. Ich meine, damals hat sie schon getrauert. Ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob das ein Unfall oder Selbstmord war, weil sie fühlt sich ja jetzt von ihm verlassen. Natürlich. Ja, sie trauert halt auch um ein Bild, glaube ich, was sie von ihrem Vater hat. Aber ich finde, das hat sie zum Beispiel,
Also ich finde es nicht, es war jetzt ja nicht das große dramatische in Tränen ausgebreche, sondern ich finde, es war ein sehr kaltes Weinen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Aber ja, fand es halt random, dass da... Ich finde, es hätte auch gereicht, halt irgendwie aus dem I love you Gedudel von Travis, dass halt Maddie nochmal zu ihr geht und sagt, hey, ich hab dich genauso lieb wie ihn. Ja, genau. Ja, das hätte gereicht. Warum muss sie ihr jetzt noch das Leben kaputt machen, indem sie das erzählt? Ich dachte auch, dass sie das sofort sagt, halt, nachdem sie halt dann sagt, so ja, ich habe vergessen, dir was zu sagen. Dein Vater hat sie umgebracht. Ja. Oder haben die über den Vater geredet und ich habe es einfach nur vergessen, weil ich es als unwichtig finde. Nein, das geht ja um Nick. Also es gab ja dieses Gespräch zwischen Strand und Alicia von wegen, dass sie sich sichtbarer machen muss für die Mutter und sie hatte ja auch Vorwürfe gemacht von wegen, dass sie sich immer nur um Nick kümmert und auch diese Aktion mit dem Licht anmachen war ja auch irgendwie nur um Nick zu kriegen oder zu kontaktieren und es geht halt immer nur um Nick ja. Und vielleicht wollte Madison ihr auf verquere Weise so zeigen, dass sie sie auch natürlich liebt, aber keine Ahnung. Deswegen, also ich meine, das Ding in der Unterhaltung war ja auch, dass Nick diese Information noch nicht hatte und sie Nick jetzt etwas voraus hat. Mhm. Vielleicht dachte sie auf diese Art und Weise, ja, jetzt bist du irgendwie hier mal mein Number One Child. Keine Ahnung. Es war alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, es ist auch eine Entschuldigung so ein bisschen. So, hey, ich weiß, du hast recht, aber ich kann es nicht ändern, so ein bisschen. Aber ich finde halt mit dem Vater da, das war halt irgendwie auch mit diesem... Nick ist wie sein Vater, er kann so himmelhoch jauchzend sein und zu Tode betrübt. Ja. Ich meine, ich glaube, sie wollte damit sagen, so wenn da irgendwas passiert, dann bringt er sich halt auch um, so ungefähr. Aber es ist halt, naja, ich weiß es nicht. Ich fand es alles random. Also ich habe auch rausgehört, dass sie halt Angst hatte, dass Nick sich auch irgendwann in den Tod bringt. Ich meine, Drogen sind ja auch quasi langsamer Selbstmord. Und dass sie halt Angst hat, dass Nick sich irgendwann umbringt oder sie die ganze Zeit Angst hat, dass er stirbt. Also sie wollte ihn halt beschützen. Genau. Ja, ich fand es trotzdem random. Die ganzen Sätze waren so zusammengewürfelt. Ja, gut war es nicht. Ich fand auch, ehrlich gesagt, jetzt muss ich hier Exis Rolle übernehmen, das Schauspiel von Kim Dickens in diesem Dialog, schrecklich. Also es war irgendwie so wie so ein Roboter, der irgendwas vorträgt, aber jetzt nicht unbedingt mit der Tochter spricht, die sie liebt. Und da fand ich Alicia Debnam Carey auf jeden Fall stärker in der Interaktion. Und sie war irgendwie, weiß nicht, total gelangweilt oder sonst irgendwas. Ja, es waren halt aufgezählte Sätze, die halt auch keinen Bezug. Ich finde auch, da gab es keinen Klickmoment, dass die halt miteinander reden, sondern alle haben halt, dein Vater hat sich umgebracht. Oh nein, woran machst du das fest? Naja, er hat einen Zettel hinterlassen. Sag mir, was da drauf steht. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Gut, das mache ich. Also. Ja. Was stand drauf? I love you all, but enough is enough. Und dann dachte ich erst, dann kam sie ja danach mit Nick, dass sie jetzt erzählt, dass sich der Vater wegen Nick umgebracht hat. Hat er das? Nee, ne? Nicht. Doch, aber irgendwie sie sowas war. Sie hat dann gesagt, ja, irgendwie, ja, es geht immer um Nick, hat sie doch danach so einen Satz gesagt. Ich weiß nicht, dann dachte ich so, what? Das sagst du jetzt aber nicht wirklich. Aber ich glaube, dann hat sie halt gesagt, dass die sich so ähnlich sind. Ja. Ja. Genug ist genug. Es reicht. Ob wir jemals nochmal den Vater irgendwie in so einem Flashback sehen? Natürlich. Oder? Meinst du? Ja, deswegen wird er jetzt öfter in Gesprächen erwähnt, damit das nicht völlig random kommt. Ja, aber who cares? Nick muss ich wirklich sagen in dem Fall. Hat plötzlich einen Traum und da sieht er, wie sein Vater sich selbst umgebracht hat. Nein. Na, wie soll er sonst erfahren? Jetzt kann er es nicht erfahren. Bis zum Finale. Ja, das Finale ist ja schon nächste Woche. Naja, eben. Er kann es bis dahin nicht erfahren. Wie denn? Er kommt doch nicht am Hotel an und das Erste, was Alicia macht, sagt, hey, wusstest du, dass Vater sich umgebracht hat? Das ist so gut, wenn das sowieso eine billige Lösung wäre. Wie in so einer mexikanischen Soap. Ja. Alle kommen so in einen Raum rein. Irgendjemand ist verletzt und dann gibt es den großen Showdown. Oh. Und am Ende sieht man die tolle Einstellung von Travis in der Dusche. Resigniert. Wow. Whatever I done? Er sollte ja erstmal duschen, wie Madison ihm gesagt hat. Ja, eine kleine Sache vielleicht noch, was in der Folge passiert ist. Die Flüchtigen bzw. die Asylsuchenden sind jetzt auch in einem Parkhaus untergebracht, wo sich anderes irgendwie medizinisch um sie kümmert und auch Alicia es getan hat. Die kann jetzt ihre Spanisch-Skills endlich mal anwenden. Und die sind jetzt halt auch da, während die Leute da an der Tür klingeln und irgendwie Unterkunft oder Konflikt wollen.
Ich dachte mir fast, aha, jetzt haben wir wieder genug Leute, die irgendwie über den Jordan geschickt werden können, die da im Parkhaus sind. Da müssen die Hauptfiguren nicht dran glauben. Mal sehen, ob das eintrifft. Nächste Woche ist halt tatsächlich dann ein zweistündiges Staffelfinale von Fear the Walking Dead. Eine Stunde davon kriegt Ophelia. Oh Gott, stimmt. Auf der Landstraße. Oder gute 20 Minuten. Ja, und nächste Woche gibt es dann auch ein Live-Event von uns bei Serienjunkies bei Twitch wieder. Da könnt ihr dann natürlich auch ein bisschen unsere Gedanken lauschen und ja, schaut vorbei und rantet, kritisiert, positive Kritik. Und eure hinterlassen, eure Gedanken im Chat bei Twitch. Wie ist nochmal die Adresse von Twitch? www.twitch.tv/serienjunkiesTV Wollt ihr noch ein Fazit hinterlassen? Anne? Oh, ich weiß auch nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich die Folge mehr amüsiert hat als die letzten. Ich wurde hier schon mit vielen Abmahnungen aus dem Büro geschickt, durfte aber dann wieder reinkommen. Ja, und ansonsten, ja, dieser Maddie-Travis-Talk, den fand ich furchtbar, auch das mit Alicia. Ja, wie habe ich ja schon gesagt, ich hatte eine kleine Gefühlsregung, als Travis da mit seinen Füßen kam. Das tat mir irgendwie leid und ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich gebe echt die besten Fazite. Fazits. Bei mir gab es gar keine Gefühlsregung, gar nicht, außer Wut. Ihr seht, Lenker ist unser leidenschaftlichster Fear the Walking Dead Fan. Und auch als ich deine Review gelesen habe, war das der erste Satz? Das war wahrscheinlich die langweiligste Episode der Staffel. Was? Sehe ich genauso. Das war mein Fazit, ja. Und ich fand auch, es war irgendwie alles so durcheinander, da war das hatte keine Hand und Fuß, keinen roten Faden irgendwie. Dann gab es keinen Nick. Es ging um Love. Das war auch traurig, dass Nick nicht einmal auftauchte. Oh. Kein Strand. Und stimmt. Ja, stimmt. Was ist mit dem eigentlich? Ist der gesund? Nee, der trinkt weiter und ach so. Wird geheilt. Ach, der ist doch auch irgendwie abgestochen worden. Ja. Ja. Der muss sich noch erholen. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin kurz davor auszusteigen. Ich gucke noch das Finale und das war's. Ich glaube, das geht einfach nicht. Ja, ich finde die letzten paar Folgen halt auch ein bisschen lahm. Und die Folge war jetzt so ein bisschen das Lame-Highlight für mich, weil irgendwie Chris und diese ganze Chose da mit der Gang rund um Brandon war halt irgendwie nix. Und dieses strunzdumme Verhalten, was einen vielleicht als Zuschauer aggressiv machen soll und Chris irgendwie noch weiter hassenswürdig macht und mir hat nur der Satz, are you mad at me, gefehlt. Ich glaub, are you mad at me? Anne hat da später auch nochmal bei Twitter was Schönes für euch ausgegraben. Naja, das war alles irgendwie nix. Dieses Geständnis um den Vater kam irgendwie auch aus dem Nix. Ja, war irgendwie durchwachsen diesmal. Ich bin nicht so gehypt für das Staffelfinale und bin dann froh, wenn The Walking Dead endlich weitergeht, weil dann gibt es endlich Baseball-Action und Negan und hast du nicht gesehen. Naja, und dann nächstes Jahr im Sommer geht's weiter vielleicht. Ja. Also es geht weiter, aber vielleicht besinnen sie sich auch darauf, dass einfach auch vielleicht ein paar lustige Zombies fehlen. Ich meine, wo ist der Krabbenzombie? Wo ist das blöde Boot? Ich will die Abigail zurück. Bei Walking Dead hattest du wenigstens in fast jeder Folge, also ich weiß nicht, ob man das für jede sagen kann, aber schon irgendwo so einen innovativen Zombie irgendwie, der irgendwie was Witziges gemacht hat. Oder man erinnert sich an die Zeltzombies, auch wenn sowas mal war oder so. Aber hier scheißt man, auf gut Deutsch gesagt, tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen auf die Zombie-Action. Gab es einen Zombie? Nee. Ja, doch, es gab die am Strand, die so ein bisschen rumgelaufen sind. Das waren die Riptide-Zombies, die wieder aufgetaucht sind wahrscheinlich. Ja, wow, aber das ist ja. Ich finde halt, ich glaube, meinen dann die Serienmacher, meinen die, dass irgendwie die ganzen Gefühle und die echten Menschen, die wir in der Zombie-Apokalypse sehen, dass das wirklich so glaubwürdig und interessant ist, dass es irgendwie keine Zombie-Apokalypse außenrum braucht? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ich finde das halt zu schwach, aber das habe ich schon tausendmal gesagt. Wir drehen uns im Kreis. Ja. Ja. Was sich nicht im Kreis dreht, ist die Nerdstube immer mit Fox um 19.30 Uhr bei Twitch. Adresse? Oh. twitch.tv/serienjunkiesTV Genau, da haben wir immer ein buntes Themenpotpourri für euch. Nochmal der Hinweis zur Serienale. Serienale.de für Gratis-Tickets. Fear the Walking Dead könnt ihr immer montags schon bei Amazon schauen, Deutsch und Englisch, die neue Folge. Nächste Woche ist dann das große Staffelfinale, hoffentlich more exciting than this episode, um mal hier den, habe ich diesmal Denglisch benutzt? Ich weiß nicht. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Das ist auf das jetzt gerade fast nicht. Ansonsten hören wir uns dann, oder sehen wir uns sogar. Wir können uns sogar sehen. Nächste Woche im großen Twitch-Event live.
19 Uhr, ne? Ja, sollte es Änderungen geben in der Uhrzeit, teilen wir euch das frühzeitig auf Twitter mit. Genau. Aber wir hoffen, dass ihr einschaltet. Einschalten ist Pflicht. Wir wollen mal andere Meinungen hören. Es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Genau, und gibt Schaltet es irgendjemanden, ein. Der das gut findet da draußen? Das würde ich auch gerne wissen. Ja. Gibt es jemanden, der, aber das gibt es bestimmt sogar. Wir fragen. Ich glaube, in den Kommentaren. Schreibt uns oder kommt in den Chat, wenn ihr meint, dass Fear the Walking Dead auch besser ist als The Walking Dead. Ja. Das gibt es ja tatsächlich, glaube ich. Habe ich zuerst auch gedacht. Aber die Staffelhälfte war halt ein bisschen schwach. Ja. Naja, bis zur nächsten Woche dann. Hoffentlich dann besser. Ciao. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Gute Besserung, Exi.